Haben Sie sowas schon mal gemacht? So also bei jeder Podiums in der Form nicht. Aber bei jeder Podiumsdiskussion, die es in der Weibelfeldschule gibt, wird ja immer alles aufgezeichnet. Okay. Okay, also dann meine erste Frage erstmal zu starten. Sind Sie eher für den Schutz von Haustieren oder von Wildtieren? Oh, das ist eine wunderbare Frage. Ich glaube, das muss man gescheit einfach miteinander abwiegen. Weder das Haustier kann etwas dazu, wenn das Herrchen nichts richtig macht, noch geschweige denn kann irgendwelche Wildtiere etwas dafür, wenn die Hundehalter, auf die sie sicherlich anspielen, sich nicht richtig benehmen. Genau, dass sie auf die Hundehalter anspielen. Und zwar Dreieich ist ja eine der einzigen Kommunen hier im Umkreis, die eben keinen Leinenzwang hat für Hunde. Sehen Sie das als sinnvoll an? Wir haben keine eigene Satzung, die das vorschreibt. Genau. Aber natürlich gibt es entsprechende bundesrechtliche Regelungen, die sagen, dass, was man tun und lassen darf mit seinen Tieren oder nicht lassen darf. Und man kann es halt nicht sanktionieren, wenn ein Hundehalter sich nicht dran hält in der Brut- und Setzzeit. Aber deswegen sage ich ja, verantwortungsbewusster Hundehalter. Wir haben auch einen Hund. Und unser Hund wird in der Brut- und Setzzeit nur an der Leine ausgeführt. Natürlich. Also wenn man solche Hunde hat, dann auf jeden Fall. Aber gefährliche Hunde, da gilt sowieso noch was anderes. Gefährliche, also Kampfhunde zum Beispiel, müssen sowieso immer an der Leine geführt werden. Da ist die Brut- und Setzzeit egal. Das ist klar. Aber ich rede auch von der Brut- und Setzzeit, ob Sie es als sinnvoll erachten würden, generell den Leinenzwang dafür einzusetzen. Oder ob das eben, wie Sie gesagt haben, lieber den Halt überlassen. Also ich glaube, wenn man es nur allein darauf beschränken will, nochmal eine verstärkte Leinenpflicht mit Sanktionen, alleine bringt es nichts, weil auch ein Hund ist ein Wildtier in gewisser Art und Weise, der will auch seinen Auslauf haben, also muss ich auch einen Ausgleich dafür schaffen und das bringt dann wieder andere Probleme mit sich. Also ich glaube, das muss man klug miteinander abwägen und das Zweite ist, eine Leinenpflicht ohne Kontrolle bringt schon mal gar nichts. Klar, natürlich. Und bislang ist in der Stadt Dreieich, das ist ja nicht der erste Anlauf in diesem Jahr, immer daran gescheitert, dass ganz klar war, es gibt kein Personal, das es wirklich ernsthaft kontrollieren kann. Und was habe ich dann davon? Okay, alles klar. Dann ein bisschen anderes Thema und zwar über Offenthal. Ja. Die Stadtmitte in Offenthal, da gibt es ja zurzeit so ein bisschen das Problem mit dem Rewe. Haben Sie Ideen, wie Sie denn die Stadtmitte Offenthal als lebendiges Zentrum auch für die Zukunft gestalten möchten? Also, solange die Stadt nicht in der Lage ist, das gesamte Gelände aufzukaufen und alleine zu gestalten, sind wir immer auf die Eigentümer mit angewiesen. Natürlich. Davon muss ich mal ausgehen. Uns wäre es lieber, wenn der Rewe-Markt an der Stelle bliebe, wo er im Moment ist, in der Borngartenstraße. Okay. Ob das Gebäude an der Stelle stehen bleibt, da gab es auch schon mal Pläne, dass das Gebäude verrückt wird, sich dadurch die Gestaltung ändert, dadurch auch eine andere Möglichkeit von Supermarkt nochmal neu entsteht. Mhm. Sind wir gerne offen für. Wenn das was bringt, auf jeden Fall. Aber es ist halt eine schwierige Situation. Wir glauben aber, dass der Standort an sich dort richtig ist, weil die Umkreisgeschäfte, die drumherum sind, wie Bäcker oder der Gemüseladen, der nächste Laden, der Friseur oder was da noch ist, das lebt ja auch davon, das lebt von einem Miteinander. Wenn, wenn der Supermarkt weg ist, glauben wir, dass relativ schnell die anderen Kleingeschäfte auch alle weg sein werden. Ja. Dann hat Offenthal mehr verloren als mit einem schönen neuen Supermarkt vor der Tür. Ja, das wäre auch die Frage. Und ansonsten weiter noch zu Offenthal. Haben Sie auch Ideen für die Jugendlichen, um Jugendliche besser in Offenthal irgendwie in Angebote zu geben? Weil zurzeit gibt es ja Spielplätze oder eher was für kleine Kinder, aber nicht für Jugendliche so über 12 Jahre. Sehen Sie es mir persönlich nach, da ich nicht aus Offenthal komme, dass ich nicht in den Feinheiten, wo welche Angebote sind, drin bin. Wobei ich aber weiß, dass gerade in Offenthal es ja auch so einen Jugendraum gibt, so einen selbstverwalteten Jugendraum. Aber ich glaube, der betrifft nur, was heißt betrifft, wird aber nur von Mädchen quasi gemacht oder so. Bei der Susko oben ist das. Ja, das ist nur bei der Susko oben, aber das ist nicht generell für die Jugendlichen. Okay. Okay. Das ist sehr interessant, das 3 Minuten. Ja, das waren meine Fragen zu dem Punkt. So schnell? Na, wir haben noch Zeit. Schießen Sie los. Sie können ja fragen, was Sie wissen wollen, nicht, was Sie vorher aufgeschrieben haben. Das funktioniert bestimmt. ansonsten eine Frage zum Namen. Ja, was? Das war eine. Ja, gut. Nö, ich hätte nicht erwartet, dass das Stück denn. Gut. Hätte ich erwartet, dass jetzt noch 10 Sekunden nur noch übrig sind. Das sind Fragen. Okay. Ja. Viel Vergnügen. Dankeschön. Ihnen auch noch. Danke. So, oder Ihre Partei hat geschrieben, es kommt nur darauf an, vernünftig, klug und nachhaltig zu wirtschaften und zu investieren, um die Finanzen der Stadt stabil zu halten. Wie planen Sie das denn umzusetzen? Ja, zunächst einmal kann man bilanzieren, dass wir das die letzten 5 Jahre schon getan haben. Sonst wäre es nicht gelungen, die letzten beiden Haushalte der Stadt Dreieich so zu gestalten, dass keine Schulden mehr gemacht werden und alte abgebaut werden. Das zum einen. Das hat damit zu tun, dass man zunächst einmal eine Bilanz gezogen hat
und gesagt hat, wo können wir denn verantwortungsvoll Kosten reduzieren, weil nur darauf haben wir wirklich Einfluss. Unsere Einnahmequellen sind bekannt, die können wir kaum steuern, außer über Steuererhöhungen. Aber das war erst der zweite Schritt. Und im ersten Schritt haben wir erst geguckt, wo können wir dann verantwortungsvoll Kosten einsparen. Da ging es um 6 Millionen Euro pro Jahr. Das ist zumindest so gelungen, dass wir sagen können, da gibt es keine sozialen Verwerfungen und auch keine großen Einschnitte in der Infrastruktur dieser Stadt insgesamt. Und jetzt sind wir dabei zu gucken, schaffen wir das noch weitere 2 Jahre, weil das ist die Auflage vom Land Hessen. Vorher kommen wir aus diesen Bedingungen des kommunalen Schutzschirmprogramms nicht raus. Das heißt, wir werden weiterhin jedes Jahr gucken müssen, dass wir strikt eine Ausgabenkontrolle machen und unsere Ausgaben den Einnahmen anpassen, sodass wir, so wie das in jedem Wirtschaftsunternehmen und auch in jedem privaten Haushalt üblich ist, immer nur so viel Geld ausgeben, wie wir auch an Einnahmen haben. Und was sich durchgesetzt hat die letzten Jahre, ist, dass wir auch unterjährig mal gucken, wie entwickeln sich denn unsere Einnahmen und nicht erst am Jahresende feststellen, hoppla, wir haben ja zu wenig Geld eingenommen, aber die Ausgaben sind schon weg. Ja. Das machen Wirtschaftsunternehmen auch anders. Die bilanzieren zum Beispiel mindestens quartalsweise, manche sogar monatlich. Und wir haben uns jetzt auch angewöhnt, und das sind auch Vorschläge der Grünen gewesen, monatlich, mindestens aber vierteljährlich, allerspätestens aber halbjährlich zu gucken, wo stehen wir denn mit den Einnahmen und sind die Planungen für unsere Ausgaben in dem einen Jahr auch tatsächlich so, dass sich das noch deckt. Ja. Sie sprechen jetzt vor allem von Kostenreduzierung schreiben auch, dass Ihnen die Vereine am Herzen liegen. Mhm. Beißt sich das nicht ein bisschen mit der Sportanlagengebühr? Nein, das beißt sich nicht. Kostenreduzierung, und man könnte schon sagen, dass es den Vereinen nicht gerade hilft, gerade den Sportvereinen in dem Fall natürlich. Ja, das ist in der Politik komplett angekommen und zuerst auch bei den Grünen, dass das eine Riesenherausforderung ist, dass die gerade die Vereine, die Infrastruktur nutzen, nämlich Sporthallen, aber auch im Wesentlichen Sportplätze, dass die natürlich herausgefordert sind, einen Beitrag zu leisten, um die Kosten der Unterhaltung mit zu übernehmen. Und da gab es einen längeren Prozess, das ist ja nicht von heute auf morgen wie ein Gewitter über die Vereine hereingebrochen. Das hatte man lange diskutiert und allen, auch den Vereinen war klar, in einer Situation, wie sie vor 5 Jahren in Dreieich geherrscht hat, müssen alle versuchen, irgendeinen Beitrag zu leisten. Und das haben auch die Vereine erkannt und haben sich auch echt bemüht, ihren Beitrag zu leisten, haben das ja ein Stück weit auch getan. Das Problem liegt allein in der Umsetzung. Also wenn es zum Beispiel darum geht, dass die Vereine die Bewirtschaftung der Gebäude selbst übernehmen sollen, ja, sprich Umkleidekabinen und solche Dinge, dann muss in einem Verein auch der Prozess organisiert werden, wie das zukünftig durch den Verein bewerkstelligt wird, damit die Kommune eben diese Kosten nicht mehr zu tragen hat. Das waren aber kurze 4 Minuten, oder? Wir waren gerade so warm gelaufen. Ja, danke, mach's gut. Wie fällt denn Ihr Zwischenfazit aus bislang? Bitte? Wie fällt denn Ihr Zwischenfazit aus bislang? Ich bin ganz überrascht über die Fragen hier, so unterschiedlich. Thema Flüchtlinge, Thema Sportplätze, Thema Finanzlage, Kinderbetreuung, ist eigentlich alles dabei, ja. Ist gar nicht so einfach. Danke. Hallo. Ja, hallo, ich bin ein bisschen krank. Ich entschuldige mich dafür schon mal. Die Merle, hallo Merle. Genau, also ich habe erstmal eine Frage von wegen zum sozialen Wohnungsbau, weil ich meine, es kommen immer mehr Flüchtlinge und beziehen Sie das nur auf die Flüchtlinge oder generell? Nein, generell. Wir haben ja leider keine Wohnungsbaugesellschaft in Dreieich. Wir haben einen relativ hohen Bestand an Sozialwohnungen, aber wir haben natürlich dieses Thema, dass die Fehlbelegungsabgabe jetzt so erstmal zurückgenommen wurde vom Land Hessen, jetzt wieder eingeführt wurde. Das heißt, wir haben ja über die Fehlbelegungsabgabe schon gute Projekte hier initiiert. Zum Beispiel das Wohnen unter einem Dach. Das ist zum größten Teil sozialer Wohnungsbau, überwiegend für Frauen damals, gemacht worden auf einem Grundstück, Erbbaurecht und mit kleinen Wohnungen eben nach dem Standard des sozialen Wohnungsbaus und gefördert eben. Und da haben wir die Fehlbelegungsabgabe reingesteckt, unter anderem.
Also wenn das jetzt, wenn das wieder zurückgefahren wird und dann kann man dieses Geld, was Menschen zahlen müssen, die in einer Wohnung leben, wo das eben, die haben zu viel Einkommen, um eine Sozialwohnung zu haben, das können wir auf jeden Fall verwenden. Und der soziale Wohnungsbau ist nicht nur für Flüchtlinge. Wir haben in Dreieich auch ganz viele Frauen überwiegend, aber auch Männer, die wenig Rente haben und die auch dringend auf so eine Wohnung angewiesen sind. Sehr schön. Dann habe ich noch eine Frage. In diesem Interview haben Sie gesagt, Sie würden gerne mehr Fahrrad- und Fußwege schaffen. Ja. Wo denn explizit und wie? Weil das kann man ja nicht einfach so mal schnell verwirklichen. Ja, also Fahrradweg ist hier schon ganz gut entwickelt worden. Okay. Da weitermachen auf jeden Fall. Also ich persönlich fahre viel Fahrrad und ich genieße auch auf dieser abgetrennten Spur zu fahren. Muss natürlich da auch aufpassen, ganz klar, wenn einer die Autotür aufreißt. Ne? Ja, natürlich. Aber ich fühle mich schon wesentlich sicherer. Das ist meine Straße, ja. Und der geplante Fahrradschnellweg, auf den bin ich gespannt. Jetzt der Fahrradweg von Götzenhain nach Isenburg, endlich. Ja, ich wohne nämlich in Götzenhain. Und ja, Fußwege. Wir haben jetzt in Götzenhain vor, so einen Rundweg zu initiieren mit geschichtlichem Hintergrund. Also, dass man dann einfach so Tafeln aufstellen oder was, ja. Wo was war oder was ist. Ne? Also da auch ein bisschen mehr Infrastruktur noch zu schaffen. Ne? Und jetzt noch mal eine ganz andere Frage. Wie stehen Sie denn generell zum Thema Bildung? Weil uns vor allem betrifft es ja, wir sind ja gerade mitten dabei, uns in unserer Bildung jetzt zu widmen. Auch gerade der Kandidat von der FDP meinte, es müsste viel mehr gemacht werden mit der Bildung, auch was Kita-Plätze angeht. Wie sehen Sie denn diese ganze Situation eigentlich hier? Tja, ja gut, jetzt Bildung und Kita-Plätze, das sind jetzt wieder zwei verschiedene Schuhe. Das Thema Bildung, ich bin jetzt im Schulbereich nicht so drin. Ich weiß nicht, wo es jetzt hakt. Also ich bin mit der U3-Betreuung, also im Kindergartenbereich, weiß ich, dass wir Plätze ausbauen, aber und dass wir die Gruppen halt nicht zu groß haben wollen, dass halt Kinder mehr... Wie viele wollen die da in einer Gruppe ungefähr? Das, was momentan Standard ist, ich denke 23 sind hier in Dreieich. Also ein bisschen besserer Standard als zu große Gruppen. Thema Bildung, ich denke, in Dreieich sind ganz gut aufgestellt, was die Schullandschaft anbelangt. Also das hat ja auch was mit Bildung zu tun, ne? Also von dem Angebot der Schulen, die wir hier haben. Mhm. Aber wie gesagt, Bildung und Schule ist an sich immer Kreissache. Da haben wir keine Entscheidungsbefugnis. Ne? Wir bauen zwar Betreuungsplätze, wir beschäftigen Erzieherinnen und die werden natürlich immer fortgebildet, aber die Schule ist für uns immer so ein bisschen außen vor, ja, weil wir nicht Schulträger sind. Okay. Ne? Also wir sind natürlich stolz und froh, dass wir so viele unterschiedliche Schulen haben. Ich denke, das ist schon mal ganz gut für Schüler, ja, viele auch von außerhalb kommen. Ja. Vielen Dank. Merle, dass es ausreichend war. Super, danke schön. So, ich habe nicht zugehört. Schüler, was? Und mein Thema ist Flüchtlinge. Ja. Auch mal ist ein großes Thema hier, sage ich mal. Ja. Und da haben Sie gesagt, dass es eine Obergrenze geben sollte für Dreieichen. Wie soll die aussehen? Weil selbst auf der Bundesebene ist das ja ein sehr strittiges Thema. Also das Wort Obergrenze haben wir gesagt, haben wir die Obergrenze für Dreieich. Und wir haben gesagt, wir müssen der Bundesregierung irgendwann mal klar machen, dass sie entscheiden muss und eine Obergrenze machen. Mhm. Weil Integration, also ich kriege jetzt pro Monat kriege ich in Dreieich ungefähr 60 Flüchtlinge. Circa 60 Flüchtlinge, das heißt bis Ende Mai werden wir in Dreieich mit den Flüchtlingen vom Kreis und auch von Seiten des Landes 1.000 Flüchtlinge hier haben. Mhm. 1.000. Das heißt, wenn ich Integration nicht ernst nehme, muss also das so geschehen. Also das heißt, Integration bedeutet für mich auch, dass ich den Flüchtlingen halt sage, ich habe Ausbildungsplätze, ich habe Schulplätze, ich habe Kindergartenplätze, ich habe dementsprechend Sprachkurse, ich habe dementsprechend auch das Personal wie Lehrer und so weiter. Kann ich das nur machen, indem ich sage, es gibt eine gewisse Menge von Flüchtlingen, die in eine gewisse Zeit erst kommen können. Weil zurzeit, das ist uns allen klar, ich hoffe, es ist allen klar, die jetzigen, die jetzt alle kommen, die kann ich nicht integrieren. Das funktioniert nicht. Deswegen haben wir gesagt 200.000, aber das ist nicht die Sache, die wir sagen, sondern wir sagen, die Kommunen, und damit die nicht, ich sag mal, ausbluten, müssen der Bundesregierung sagen, ihr müsst irgendwann eine Entscheidung treffen. Mhm. So wie es jetzt geht, kann es nicht weitergehen. Ja. Okay. Dann noch der andere Punkt war die Integration Lehrer, oder Sie haben gesagt gerade Schulen, Ausbildung, Lehrer. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel ja das jetzt an der Schule hier das Phänomen, dass wir eine Schule oder eine Klasse bekommen, eine Flüchtlinge, um diese zu integrieren. Aber wie wollen Sie das, sage ich mal, weiter fördern? Oder welche Maßnahmen würden die Kommunen denn, um das noch weiter auszuarbeiten?
Also ich will es mal ganz ruhig ausdrücken, die Kommunen, beziehungsweise der Kreis ist dafür zuständig und mit den Kommunen zusammen, die müssen halt, ich sag mal, finanzielle Mittel bereitstellen. Die Stadt Reich ist eine reiche Stadt, das sage ich ganz offen ehrlich auch. Wir haben dieses Jahr rund, wenn ich jetzt den Haushalt sehe, wir hatten 2010 rund 50 Millionen Euro Steuereinnahmen und haben jetzt 90 Millionen Euro Steuereinnahmen. Wenn ich alle Ausgaben mal rausnehme, wird am Schluss 7 Millionen Euro als Investitionen da sein. Und hier muss ich auch investieren, künftig in Weiterbildung, in Ausbildung mit den Handwerksbetrieben, mit der Industrie- und Handelskammer, mit solchen Institutionen zusammen, um halt dann, ich sag mal, auch in Schulen, ich muss Schullehrer, ich muss also Leute finden, die, ich sag mal, Deutschkurse geben. Das ist ja das Thema. Und ich denke halt, das wird eine große Herausforderung sein, die auch finanziell von Seiten der Kommune mitgetragen werden muss, wie auch im Sozialbereich. Mhm. Ich muss Sozialarbeiter einstellen, auch bei der Stadt. Ja, das ist vollkommen klar, die ich momentan zur einstelle, aber das Verhältnis 1 zu 120, also ein Sozialarbeiter für 120 Flüchtlinge ist einfach... Aber Sie haben gerade gesagt, dass wir eine reiche Stadt sind mit reichen Heim, aber gleichzeitig ist ja auch das Problem, was Sie wahrscheinlich noch später hören werden, mit Finanzen. Nee, ich habe gerade kein Problem. Wir hatten die Finanzproblematik gehabt. Das war in 2009 und 2010 so eine Richtung, wo wir in den Rettungsschirm gegangen sind. Da gab es aber vorher dieses sogenannte Gutachten, das erstellt wurde. Kienbaum-Gutachten, sagt vielleicht noch was. Und auf dieser Basis wurde ja schon die Stadt Dreieich einige Maßnahmen getroffen, um halt Geld zu sparen. Also es wurden allein 30 Stellen eingespart. Es wurden in anderen Bereichen also umorganisiert, in der kommunalen Zusammenarbeit gemacht und. Und dementsprechend nach den Gewerbesteuereinnahmen, ich habe es gerade eben gesagt, wir haben 90 Millionen. Wir sind so viel Geld gab es noch nie bei der Stadt. Ich bin jetzt seit 1975 bei der Stadt früher tätig gewesen. Das sind früher 180 Millionen D-Mark gewesen, weil viel gab es nicht. Ja. Und ich sage, 7 Millionen, die ich investieren könnte, was ich mit 7 Millionen machen kann, das kann sich jeder vorstellen. Dann kann ich Kindergarten bauen, ich kann Schulen, also Schulen ist ja Kreissache, aber Kindergarten, und kann im Sozialbereich, kann Wohnungen bauen, das ist dasselbe Thema, sozialer Wohnungsbau. Ohne sozialen Wohnungsbau kann ich auch nicht integrieren, weil diejenigen Flüchtlinge, die hier sind oder hierher kommen, die auch anerkannt sind, kommen spätestens 3 Jahren auf den Wohnungsmarkt und sagen so, ich will eine Wohnung haben mit jungen anderen, die auch Wohnung haben wollen. Ja, ich habe das Schwerpunktthema Sprendlinger Neue Mitte. Das Bauprojekt zieht sich ja jetzt schon sehr lange hin. Und wie würden Sie es denn beschleunigen? Beschleunigen? Das ist die Frage, wo hat es die Stadt in der Hand? Also die Verträge mit den Verkäufern der Grundstücke sind ja geschlossen. Die Planung steht, aber alles, was hinten dran passiert, nämlich das Beauftragen der Bauarbeiter bis hin zum Mietvertrag für den neuen das Einzelhandelsunternehmen, was da reingeht, das ist ja nicht in der Macht der Stadt, sondern das muss ja der Bauträger, der das ganze Gebiet entwickelt, bekümmern. Insofern können wir da nur helfen, indem wir halt gucken, dass wir die Planungsverfahren, die vorgegeben sind, die ganzen Prüfungen, dass wir die halt zügig abarbeiten, dass dadurch kein Verzug entsteht. Aber wir können halt ihm nicht bei den Verhandlungen mit den Mietern helfen. Ne? Wobei das Thema, es ist ja sehr umstritten. Also wir sind grundsätzlich dafür, weil wir glauben, dass die Innenstadt von Sprendlingen vieles braucht. Und eine Sache, die sie braucht, ist eben auch ein Magnet, der Leute zieht. Das sehen wir auch schon so. Wo wir aufpassen müssen, unserer Meinung nach, ist das Thema Verdichtung. Also ja, der baut da und ja, der baut da auch groß. Das ist halt der Deal. Ne? Der will da natürlich auch ein bisschen was draus ziehen. Das ist in Ordnung. Aber es gibt Obergrenzen. Also wir sind da sehr sensibel. Wenn der Bauträger jetzt nochmal sagen würde, ich will aber noch ein Stockwerk mehr, dann würden wir auf die Bremse treten. Weil irgendwann, also das ist wie vieles im Leben, es ist bis zum gewissen Maß, es ist gut und dann kippt es und dann wird es zu viel. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist halt auch, dass wir gucken müssen, dass sich die gesamte Gestaltung in die Innenstadt einfügt. Da hat man mal so eine Idee, die nennt sich Gestaltungsbeirat, dass da halt Externe, die machen das ehrenamtlich oder fast ehrenamtlich, Stadtplaner, Architekten, so eine Empfehlung abgeben, wie sie die Fassade gestalten würden, diese Dinge. Das ist der zweite Punkt, auf den man beachten muss, dass es sich halt auch einfügt. So gut das eben geht. Die OGL bezeichnet die neue Mitte ja als einen Fremdkörper, der nicht in das Gesamtbild integriert werden könne. Was sagen Sie dazu? Naja, das Leben ist nicht so schwarz-weiß. Also das ist so ein
Ich glaube, die Neue Mitte ist so ein Fall, wo es nicht schwarz ist und nicht weiß, um bei dem Bild zu bleiben, sondern wo wir gucken müssen, dass es nicht von hellgrau zu sehr nach dunkelgrau wandert. Ja, ein Investor will Geld verdienen. Der hat die Grundstücke von Privatleuten gekauft, hat da Geld in die Hand genommen. Das sind ja keine städtischen Grundstücke. Und sein Plan ist jetzt, dort ein Einkaufszentrum mit Wohnungen zu entwickeln, dass er so verkaufen kann, dass er Geld verdient. Das ist seine Intention. Das setzt eine gewisse Größe voraus. Deswegen ist es per se schon erstmal, natürlich auch aufgrund der ganzen Grundstücke, die er da gekauft hat, das ist ja nicht nur ein Grundstück, es sind ja gleich mehrere, ein großes Objekt. Auf der anderen Seite, wie ich eben schon gesagt habe, müssen wir aufpassen, dass es bei der Verdichtung Obergrenzen gibt. Also es gibt Grenzen, die muss er einhalten. Es gibt dann irgendwo einen Punkt, wo wir raus sind. Und wir müssen halt gucken, dass es sich dann, soweit es eben geht, optisch auch gut integriert. Also insofern bin ich da nicht bei der UGL, das ist mir zu sehr Schwarz-Weiß-Maler. Ich bin aber auch nicht der, der sagt, das wird alles super, lass den einfach machen. Sondern man muss halt gucken, wie man da den gesunden Weg findet, der alle Aspekte, soweit es eben geht, berücksichtigt. Soweit es geht. Also man kann nicht einen großen Einkaufsmarkt so aussehen lassen wie ein kleines Einfamilienfachwerkhaus. Das funktioniert ja nicht. Also muss man irgendwie schauen, wie man das so hinpackt, dass da alle Aspekte berücksichtigt sind, soweit das möglich ist. Sie sind ja der Meinung, dass die Verdichtung von 50 Wohneinheiten pro Hektar auf 60, dass es ja nicht so gut ist. Mhm. Wie würden Sie vorgehen, wenn das jetzt doch der Fall eintrifft? Dann müssen wir das im Stadtparlament diskutieren und wenn unsere Bedenken bestehen bleiben, einen entsprechenden Antrag stellen und um eine Mehrheit werben. Okay, danke schön. Danke. So, es gibt ja in der Stadt nun einige Probleme, die gelöst werden müssen, von Kita-Plätzen zu Flüchtlingen und so weiter. Das ist ja mit hohen Kosten verbunden. Wie planen Sie denn da, diese Kosten zu decken? Bei dem Thema Flüchtlinge wird ja der große Teil praktisch vom Kreis finanziert. Das ist ja nicht Kosten, die bei der Stadt bleiben. Natürlich, wir haben Sozialarbeiterstellen, wir haben schon Kosten. Wir kaufen ja Häuser zurzeit, bauen die um und bekommen da aber auch ein bisschen Geld für, wird zurückerstattet. In der U3-Betreuung und Kindergartenbereich ist natürlich schon so, dass die Eltern mit ca. 13% der Kosten beteiligt sind, nur 13,5 sind es, glaube ich. Und den Rest, den zahlen wir alle, also die Steuerzahler der Stadt. Also das sind ja schon viele 100.000 Euro, die das kostet. Aber es ist so, das ist eine Versorgung, die geleistet wird. Und in der Betreuung, was die in der Schule dann, also über Mittagbetreuung und Nachmittagbetreuung anbelangt, müssen ja auch die Eltern einen Teil bezahlen und der Schulträger, das ist aber der Kreis. Also ja. Die Stadt Dreieich ist nicht Schulträger. Ne? Ja. Ja. Und das ist ja meist über Fördervereine wird das gemacht, teilweise. Es sind ganz unterschiedliche Strukturen in den Schulen, ja. Okay, Sie wirken ja auch sehr zuversichtlich, dass man dass man die Ziele einhalten kann. Ja. Haben Sie da eine Begründung zu oder ist es einfach eine grundsätzliche Zuversicht, die... Also es ist natürlich einiges in Planung. Jetzt die U3-Betreuung im Heckenborn wird ja gebaut. Ne? Und wir sind schon 4 Minuten rum. Nee, gell? Wird ja gebaut. Da werden wir natürlich immer Bedarf haben. U3-Betreuung wird nach wie vor gefragt sein. Wir hoffen, dass wir allen dann Platz bieten. Wir müssen ja einen bieten. Das ist ja eine Verpflichtung. Und die Übermittagbetreuung an den Schulen, wie gesagt, ist unterschiedlich. Wir haben gerade das Thema Selma Lagerlöf-Schule uns auch angeschaut. Da ist Handlungsbedarf. Also da müssen Räume geschaffen werden. Und da sind Überlegungen im Gange, dass wir doch als Stadt dort initiativ werden. Und da müssen wir das im Stadtparlament diskutieren und dann beschließen. Ich denke mal, ja. Und um dann die Ziele auch weiter einhalten zu können, werden da Steuererhöhungen oder zum Beispiel die Grundsteuer? Nein, wollen wir nicht. Keine also Fall. Denken Sie, also das keine ist auch Steuererhöhung, schon? Nein, denke nicht, brauchen wir nicht. Okay. Wir haben recht gute Gewerbesteuereinnahmen, aber das eine hat mit dem anderen auch nur am Rande zu tun. Das sind Investitionen, die getätigt werden müssen und das ist halt haushalterisch dann wieder anders zu bewerten. Okay. Die Freien Wähler sprechen von Dreieich als eine reiche Stadt, während die FDP da vehement widerspricht. Ja. Wie sehen Sie das denn?
wir stehen immer noch unterm Schutzschirm und das nicht umsonst. Also das ist schon einmal zu beachten. Wir müssen immer schauen, dass unser Haushalt ausgeglichen ist, sonst gibt es Probleme. Dann werden wir doch eine Straßenbeitragssatzung erlassen müssen. Das ist eine Auflage und das wollen wir nicht. Also insofern müssen wir eine gute Haushaltspolitik machen. Wir haben momentan dieses Jahr ziemlich hohe Gewerbesteuereinnahmen, aber im nächsten Jahr nicht. Das sind Nachzahlungen gewesen und dann darf man jetzt nicht so aus dem Vollen schöpfen. Reiche Stadt sind wir noch lange nicht. Wir können uns viel leisten, das stimmt schon. Wir haben die Schwimmbäder und Bürgerhäuser, das konnten wir alles erhalten, trotz Schutzschirm, ja. Aber es sind natürlich auch massive Einschnitte erfolgt in der Verwaltung. Ja, wir haben über 40 Stellen gespart und. Also das ist ja nicht für null zu bekommen. Ne? Und da müssen wir ganz eng dranbleiben. Wie sieht es mit der Sportplatznutzungsgebühr aus? Halten Sie die für nötig? Oder? Also ich persönlich halte die schon für nötig, weil es gibt ja jeder irgendwas, ja, einen Beitrag. Und ich finde auch, dazu gehört das auch, dass die Fußballer ihren Beitrag leisten. Okay. Ja. Ja. Kein Tennisverein ist kostenfrei, Entschuldigung. Also ich habe Fragen zu der Sprendlinger Neue Mitte. Hm? Und die FEG will den gesamten Innenstadtbereich ja mit einbeziehen in die Planung. Was sagen Sie denn dazu? Sprendlinger Neue Mitte ist im Moment ein ziemlicher Kampfbegriff in unserer Stadt. Die Frage ist, was will man genau weiterhin damit einbeziehen? Das Projekt Neue Mitte bezieht sich ja nur auf diese Grundstücke und auf die Neuplanung von Supermärkten und Wohngebäuden. Kann gerne alles weitere drumherum mit einbeziehen, aber ob sich dadurch dann was ändert, auch an den anderen Gebäuden, die dort bestehen, ich weiß nicht, was der Sinn und Zweck davon dann sein soll. Deswegen haben wir das bisher abgelehnt und haben gesagt, Innenstadt muss ich ja ohnehin was tun. Da sind ja auch alle der Meinung, dass ich was tun muss. Aber das jetzt mit einzubeziehen, okay. Das bedeutet ja nicht, wenn ich eine neue Planung mache, bedeutet das ja nicht automatisch, dass sich was verändert. Also die anderen Gebäude drumherum werden ja nicht alle dadurch automatisch abgerissen und durch was Schönes Neues ersetzt. Deswegen ist diese Planung ja nur auf das Projekt bezogen, wo wir auch wissen, dass es eine Firma gibt, die etwas machen möchte daraus, wo sich ja wirklich etwas verändern wird. Dann hätte ich noch eine Aussage. Wie würden Sie die Aussage entkräftigen, dass das Projekt langfristig kein Erfolg wird und nach einer Reihe von wenigen Jahren, wenn der Reiz des Neuen vorbei ist, ein schäbiges Ende mit Wegzug und Leerständen nehmen wird? Das ist eine wunderbare Behauptung, die kann man immer treffen, aber die kann weder einer belegen, noch kann man sie definitiv ausschließen. Aber dafür gibt es auch keinen Beleg für diese Idee. Wie würden Sie handeln, wenn der Fall eintritt, dass der Investor abspringt? Wenn der Investor für das gesamte Projekt abspringt? Genau. Ja, dann müssen wir uns überlegen als Stadt, wie es dort weitergehen soll. Im Moment wäre ich dafür, dass dann die Stadt versucht, die Grundstücke zusammenzubekommen, so zusammenzuhalten, damit dort eine andere Art von gesamter Entwicklung möglich sein wird. Also, dass die Stadt einspringt? Wenn es geht. Also, ich weiß nicht, wie genau Sie die Details kennen. Die einmalige Chance ist jetzt, dass dort 7 Grundstücke, die relativ alle sehr schmal, aber sehr lang sind, ja zusammen sind in einer Hand. Und nur deshalb ist es überhaupt möglich, es so zu planen, wie es vorgesehen ist, zu planen. Wenn das wieder auseinanderfällt, haben Sie 7 Eigentümer, 7 so ganz schmale Grundstücke und keiner kann wieder irgendwas Gescheites draus machen. Deswegen, da wäre es sinnvoll, wenn die Stadt das tun könnte in dem Moment. Sowohl finanziell wie auch logistisch. Ob das dann das Gleiche wird, was da drauf ist, wage ich zu bezweifeln, aber das ist dann ja offen. Die OGL bezeichnet die neue Mitte als ein Fremdkörper, der sich nicht in das Gesamtbild integrieren werde. Was sagen Sie dazu? Die UGL ist eine Gruppe, die vor 5 Jahren sich gegründet hat und sich jetzt schon wieder aufgelöst hat. Da fällt mir nicht viel ansonsten zu ein. Okay. Die Gruppe hat auch nie als UGL, häufig war es der Fall in den Erfahrungen in den 5 Jahren, dass sie sich auch innerlich gar nicht einig sind. Da hat die Stadtverordnete eine andere Meinung vertreten wie diese Gruppe im Hintergrund. Deswegen, das ist eine Einzelmeinung innerhalb dieser UGL, aber ich kann sie nicht wirklich für voll nehmen. Was sagen Sie zu den Demonstrationen der Sprendlinger Bürger gegen das Vorkaufsrecht und der Veränderungssperre? Ja, schwieriger Punkt mit dabei. Ich kann die Anwohner, die nebendran wohnen, sehr stark verstehen, dass sie sagen, Status quo, so wie er ist doch eigentlich gar nicht mal schlecht. Aber ich finde, sich darauf zurückzulehnen, das kann es nicht sein, so kann es nicht funktionieren. Und ein Leerstand all der Gebäude, die da ist, macht auch für die Anwohner auf Dauer keinen Sinn.
Das Ganztagsangebot soll in Hessen verbessert werden. Wie würden Sie das Projekt, wie würden Sie an das Projekt herangehen? Welches Ganztagsangebot? Pakt für den Nachmittag an Grundschulen oder ja, bei weiterführenden Schulen? An Grundschulen. An Grundschulen? Ja, gut, wir werden es jetzt in Isenburg erleben, dass in nur Isenburg die ersten zwei Schulen hier im Landkreis Offenbach nach den Sommerferien in den Pakt für den Nachmittag eintreten. Und dann müssen wir mal gucken, wie es in Dreieich laufen wird. Also. Programm ist ja ganz klar zu sehen, dass Sie sich nur für mehr Bürgerbeteiligung interessieren. Wie wollen Sie das denn generell umsetzen? Weil ziemlich viele, vor allem in unserem Alter oder auch Eltern, gehen ja nicht wählen. Also es ist ja nicht so, dass wir damit jetzt gerade anfangen wollen. Das Thema Bürgerbeteiligung hat durch mehrere größere Ereignisse einen echten Schub erlangt. Ich erinnere nur mal an den Prozess zum Bau des Bahnhofs Stuttgart 21. Das war sehr medienwirksam und da ist auch, glaube ich, in vielen Politikerköpfen, aber auch in den Köpfen der Leute der Wunsch gewachsen, das auch auf kommunaler Ebene mal konsequenter einzuführen. Und da gab es ein paar Beispiele, die wir auch in den letzten Jahren versucht haben. Wir sind nicht mit dem Anspruch angetreten gewesen, von heute auf morgen Bürgerbeteiligung konsequent einzuführen, aber wir wollten auf jeden Fall einen Anfang machen. Und da gab es verschiedene Beispiele. Eins ist ein gelungenes, kann man sagen. Es gab eine Planungswerkstatt in Offenthal, weil dort durch die neue Umgehungsstraße die Ortsmitte neu gestaltet werden kann. Und wir wissen wollten, wie denken die Leute über die Ortsmitte in Offenthal, was möchten die gerne, was sind deren Wünsche, was sind deren Anregungen und das auf jeden Fall einbringen. Und jetzt kommt der springende Punkt, bevor Pläne erstellt werden und konkrete Maßnahmen beschlossen werden. Das ist sehr gut angekommen in Offenthal. Ein zweiter Versuch war, es gibt ein sehr umstrittenes Projekt in der Sprendlinger Innenstadt, die Neue Mitte heißt das. Da hat der Bauträger angeboten, ein Bürgerforum einzurichten. Das hat auch mehrfach getagt. Es wurde relativ gut angenommen. Die Beteiligung war insoweit okay, dass bis heute nicht alle Bürgerwünsche, Anregungen, Vorschläge, Kritik umgesetzt werden konnten. Liegt in der Natur der Sache. Aber wir fanden schon mal gut, dass es allein so ein Angebot gegeben hat, bei so einem umstrittenen Bauprojekt alle mitzunehmen, insbesondere die Nachbarschaft, um am Ende hoffentlich ein Projekt zu haben, das möglichst größte Akzeptanz erfährt. Planungswerkstatt wie in Offenthal, wenn es doch so große Früchte getragen hat, nicht in Dreieichenhain, in Sprendling und in jedem Stadtteil explizit durch? Also es gibt noch ein paar andere, kleinere Beispiele. Immer dem Motto folgend, dass wir das projektbezogen machen, meistens auf Ortsteil bezogen. Ein Beispiel war relativ klein, überschaubar, betraf auch nur die unmittelbare Nachbarschaft. Das ist die Pestalozzi-Anlage in Dreieichenhain. Da ging es darum, Teil eines Freigeländes, Spielgeländes umzuwandeln in Bauplätze. Da hat man die Bürgerschaft auch erst mit ins Boot geholt und geguckt, wie sind die Wünsche, die Ansprüche, wo ist ein Kompromiss zwischen Bauen und Wohnen in der Innenstadt, aber auch dem Spiel- und Freizeitbedarf der Kinder und Anwohner dort in der Nähe. Und das hat recht gut funktioniert. Es ist ein Kompromiss erzielt worden im Kleinen und wir stellen uns vor, dass man ortsteilbezogen, projektbezogen genau solche Angebote primär mit denen, die es betrifft, auch in Zukunft regelmäßig und fest institutionalisiert einführt. Okay, das klingt ja schon mal sehr gut. Dann das nächste Thema, also in diesem 160-Zeichen-Interview haben Sie ja gesagt, die schwarze Null muss stehen. Glauben Sie auch, dass es jetzt wirklich gut umsetzbar ist mit den ganzen Flüchtlingen? Weil es kommen ja dann doch schon sehr viele Flüchtlinge nach Dreieich. Also ich habe gelesen, 20 bis 30, glaube ich, im Monat. Und das ist ja dann schon schwer, weil das kostet ja auch viel Geld, die Stadt. Und so eine schwarze Null ist ja dann auch schon mal ein großes Ziel. Ja, auf jeden Fall. Also die Bewältigung dieser Herausforderung, alle Flüchtlinge menschenwürdig in Dreieich unterzubringen, die zu uns kommen, die wird von allen gleichermaßen angenommen, von den Grünen sowieso. Und es ist allerdings nicht primär eine finanzielle Frage, nicht primär für die Kommune. Die Kommune stellt klar ihre Ressourcen zur Verfügung, die Verwaltung arbeitet stark an dieser Herausforderung. Natürlich werden auch Personen gebunden, Personal gebunden. Es wurde auch Personal dafür abgestellt, um diese krisenhafte Situation zu managen. Allerdings bekommt die Kommune runtergebrochen vom Bund über die Länderkreise natürlich auch finanzielle Mittel, um die Unterbringung der Flüchtlinge zu gewährleisten, ohne dass es die kommunalen Haushalte überfordert. Okay. Vielen Dank. Gerne. Ähm,
Ich habe hier erstmal ein Zitat von Ihnen, und zwar, unsere Stadt ist reich, sie kann sich mehr Investitionen leisten. Richtig. Das wird jetzt von der FDP zum Beispiel kritisiert. Mhm. Wie begründen Sie das denn? Ganz einfach, ich habe es eben schon mal gesagt, wir haben im Jahre 2010 hatten wir eine Steuereinnahmen von rund 50 Millionen. Im Jahre 2015 haben wir eine Steuereinnahmen von 90 Millionen, das heißt 40 Millionen mehr. Wir sind eine der reichsten Städte Hessens. Das heißt von Gewerbesteuereinnahmen, hängt damit auch ein Biotest, Strottorf, wie sie alle heißen, die hier viele Gewerbesteuer zahlen. Das heißt, wenn ich alle Ausgaben zusammennehme und dann abziehe von den 90 Millionen, bleiben mir dieses Jahr, also vom letzten Jahr, 7 Millionen Euro Gewinn. Das heißt, ich kann mit 7 Millionen Euro kann ich investieren in Wohnungsbau, in Kindergarten, in, ich sag mal, das Thema Lärmschutzwand und. Und deswegen sage ich, wir sind eine reiche Stadt. Ja, die nächste Reich, kann ich vielleicht sagen, die zweitreichste Stadt oder die erstreichste Stadt ist Neu-Isenburg mit 3 Millionen Euro mehr. Und Lange nur als Beispiel, Lange hat 7 Millionen Euro. Aber man ist ja trotzdem unter dem Schutzschirm. Das ist aber auch wieder, das stimmt auch nicht mehr. Der Schutzschirm wurde 2010 sind wir runtergegangen. 2010, 2011, damals mit 41 Millionen. Das heißt, Schutzschirm, was dahinter versteht, gehe ich von aus, kennen Sie. Wir haben aber da 2014 schon eine schwarze Null geschrieben. Und 2016 ist momentan im Haushalt vorgesehen 80 Millionen Euro Einnahmen anstelle von 90. Man hat sich sehr vorsichtig ausgedrückt. Das heißt, wir werden nicht 2018 aus dem Schutzschirm austreten können, sondern jetzt schon. Okay. Ja, das heißt, wenn ich in der schwarzen Null bin, muss ich 3 Jahre lang diese schwarze Null oder Gewinne machen, dann gehe ich aus dem Schutzschirm raus. Das heißt, Sie... Der Schutzschirm ist nächstes Jahr vorbei. Ja, okay. Das heißt, Sie denken aber auch, dass die 50 Millionen Euro Schulden relativ bald abbezahlt werden? Die sind schon weg, sie ist schon weg. Das ist ja deswegen die schwarze Null. Und wir haben dieses Jahr nicht nur eine schwarze Null gemacht, also plus minus Null ging es aus, sondern 7 Millionen Euro Gewinn gemacht. Das heißt 7 Millionen mehr. Okay, Sie fordern ja auch die Sportplatznutzungsgebühr abzuschaffen. Richtig. Und sind auch da, glaube ich, die einzige Partei im Feld. Ja, ja, mein 60.000 Euro kostet die Sportplatznutzungsgebühren. Und ja, kommen wir wieder das Thema Flüchtlinge. Um die Flüchtlinge zu integrieren, brauche ich auch den Sport. Das weiß jeder Fußball, wer Fußball spielt. In vielen Vereinen gibt es ausländische Spieler, die teilweise sehr gut sind. Und für mich ist es ein großer Schwachsinn zu sagen, ich will einen Sportplatz abschaffen in Dreieich und halt damit halt die Sportplatznutzungsgebühren abzuschaffen. Ich sage, bei 63.000 Euro, was uns die Sportplatzgebühren jährlich kosten, und bei 7 Millionen Euro Gelder, die ich noch habe, muss das abgeschafft werden. Ich brauche die Sportplätze für die Integration, für unsere jungen Leute. Eine bessere Integrationsmöglichkeit gibt es nicht für auch Leute, die hierher kommen. Okay. Eine Sekunde. Ja, das heißt... Die Grundsteuer soll auch nicht erhöht werden? Um Gottes Willen. Also die Grundsteuer wird ja erhöht vor 2 Jahren. Ja, ja, das sind 3 Millionen. Und damals hat unser Bürgermeister sich noch hingestellt, ich sag's mal ganz salopp, und hat gesagt, 1 Million verpflichte ich mich jedes Jahr auszugeben für den Neubau von Straßen. Ich weiß nicht, ob in den letzten 2 Jahren irgendeine Straße neu gebaut wurde. Ich kenne keine. Außer vor 3 Jahren war die Eisenbahnstraße mal neu investiert worden. Aber ansonsten ist es zulasten der Bürger gegangen, diese Erhöhung der Grundsteuer, die natürlich dafür verwendet werden muss. Man muss wissen, ein Kindergartenplatz kostet im Jahr 10.000 Euro. So, und ein Kindergartenplatz für U3, also Unterteilige, kostet im Jahr 13.000 Euro. Das heißt, ja, ich brauche halt Geld. Und deswegen ist halt in erster Linie die Erhöhung der Grundsteuer damals gekommen, um solche Maßnahmen dann zu finanzieren. Ja, okay. Okay, zu danken. So, also mein Kernthema ist Flüchtlinge. Ich habe gesehen, Sie haben keinerlei Statement dazu abgegeben. Halten Sie die Flüchtlinge für ein unwichtiges Thema momentan in unserer Kommune? Nein. Es wurde nicht explizit danach gefragt. Es wurde gefragt, was ist für Sie das dringlichste Thema? Und das ist aus meiner Sicht das Thema Geld, weil, oder das Thema städtische Finanzen, weil auch die ganze Frage, wie wir die Flüchtlinge betreuen und betreuen können, steht und fällt mit unseren Finanzen. Mhm. Insofern ist auf die Antwort, auf die Frage der Offenbach Post, was ist denn für Sie das dringlichste Thema, muss man immer erstmal das Wort Finanzen sehen, weil wir haben keinen Säckel. Wir sind eine Schutzschirmkommune mit 50 Millionen Euro Schulden. Ja. Wir sind gerade so trotz Rekordeinnahmen in der Lage, einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen. Also steht und fällt alles erstmal mit dem städtischen Haushalt. Ja. Und wenn es gelingt, den
gut zu führen und solide zu führen und vernünftig zu wirtschaften und Schulden abzubauen, dann haben wir auch Mittel, uns der Flüchtlingsproblematik so zu widmen, wie sie das verdient. Also ich bin ganz ausdrücklich dafür, dass wir versuchen, dezentral unterzubringen, nicht zentral. Zentral ist günstiger, ist einfacher von der Logistik her, aber ich habe halt diese Gefahr dieser Ghettobildung. Dezentral heißt einfach, ist teurer, ist arbeitsintensiver, aber es ist halt förderlich für das ganze Thema Integration, wenn die halt nicht an einer Stelle sind, sondern in der Stadt verteilt, etc., etc., etc. Wo man doch bei den Finanzen ist, denken Sie, dass die schwarze Null, wie sie so genannt wird, durch die Last der Flüchtlinge trotzdem erreichbar ist? Ja, weil ich denke, dass wir augenblicklich kein Einnahmenproblem haben, sondern ein Ausgabenproblem haben. Also wenn man sich anguckt, ich habe das vorhin schon mal gesagt, beim Kollegen, beim gleichen Thema, Thema Finanzen, darauf läuft dann immer wieder alles zurück. Unsere Einnahmen, die Kommune hat, da sind wir auf Platz 2, direkt hinter Neu-Isenburg, die zweiteinnahmenstärkste Gemeinde im ganzen Kreis, lange vor Dietzenbach, lange vor Lang etc. Also einnahmenseitig geht es uns gut. Dass wir trotzdem nicht mit dem Geld auskommen, liegt daran, dass wir so viel Geld ausgeben. Unsere Ausgaben sind zu hoch. So, das beginnt bei ganz kleinen Dingen und geht über so mittlere Dinge wie Telefonanlagen, die für teuer Geld gekauft werden, bis zu der Frage, wie viele Mitarbeiter muss ich eigentlich beamten. Und solange wir das im Griff haben, haben wir auch die Möglichkeiten, die Flüchtlingsthematik gut zu lösen, ohne gleich wieder die Steuern zu erhöhen. Weil das ist dann immer, finde ich, an den Symptomen rumgedoktert und nicht an den Ursachen, wenn ich einfach dann, wenn es Geld nicht reicht, wieder die Steuern erhöhe, obwohl ich eigentlich genug Geld habe. Ich gebe halt zu viel aus. Ja. Gut, dann machen wir hier mal einen Cut. Entschuldigung. Das macht nichts. Kämen Sie persönlich jetzt unabhängig von Ihrer Partei, allein von Ihrem Gewissen her, damit klar, wenn die meisten Flüchtlinge abgeschoben werden? Das ist zu pauschal gefragt, weil es davon abhängt, über wen reden wir, warum wird er abgeschoben und wohin wird er abgeschoben. Okay. Es gibt Flüchtlinge, die sollen und dürfen nicht abgeschoben werden, weil sie vor Zuständen geflohen sind, die man niemandem antun will und soll. Es gibt Flüchtlinge, und ich glaube, das ist aber die Minderheit, die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge, wobei ich dieses Wort immer so ein bisschen despektierlich finde, die Gründe, die sie anführen, um hier Asyl zu bekommen, einfach, ich sag mal, sehr optimistisch interpretieren. Ja? Und da muss natürlich auch ein Abschiebungsgesetz greifen. Es muss natürlich geregelt sein. Ne? Okay, dann kommen wir mal zu dem Angriff letztes Jahr auf unser Flüchtlingsheim in Dreieichenhain. Was glauben Sie, muss jetzt nicht nur die Stadt, sondern auch die Bevölkerung unserer Stadt tun? Oh, schade. Das hat der Kollege vorhin auch schon gefragt. Ja. Ich glaube, die Angst vor Flüchtlingen oder die Angst, die Flüchtlinge haben müssen, sinkt in dem Augenblick, wo die Leute weniger Angst haben vor Flüchtlingen. Ja. Das ist die Angst vom Unbekannten. Wir müssen das Thema Integration, dann haben die Leute da auch keine Angst mehr. Ja. Und dann passieren solche Sachen nicht mehr. Ja.